Yo Leute, was geht? Euer Dan Degree in the house, back in the game, in the motherfucking YouTube game, bitches. Und ich begrüße euch wieder recht herzlich in meinem neuen fucking Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht auch direkt los. Ich möchte heute ein bisschen so über die Shredded to the Bone Fitness Lifestyle Generation YouTube-Szene sprechen, bezogen auf den deutschsprachigen Raum, das Ganze ein bisschen mit SIS kombinieren. Der eine oder andere hat mich ja gefragt, was meine Meinung zu SIS ist. Und ja, ich muss euch sagen, ich bin selber ein SIS-Fan. Ich habe selber seine Videos gefeiert. Leider ist er ja verstorben. Aber viele Videos von ihm haben mich selber auch motiviert, haben mich auch selber im Training gepusht, richtig Gas zu geben. Und das war das Erstaunliche, was ich immer wieder fand, durch einfach gestrickte Videos, ohne viel Schnickschnack, ohne viel drumherum, hat er halt sehr gut das rübergebracht, was er eigentlich rüberbringen wollte. Er hat den Leuten Hoffnung gegeben, er hat den Leuten Motivation gegeben, er hat den Leuten eine quasi so eine positive Energie rübergebracht. Durch seine Transformation, ja, wie er vom, ich sag mal, schmalen, drahtigen Jungen zum durchtrainierten Jungen geworden ist, ist wie so eine Art Revolution eingebrochen oder aufgebrochen, wie nennt man das? Viele Leute wollten nicht mehr dieses extrem aufgeblasene, aufgepumpte sein, sondern es fing an, dass viele Leute eher etwas schmaler sein wollten, etwas durchtrainierter sein wollten, mit einem Sixpack, und viele haben auch seinen Lifestyle, ja, so angefangen zu kopieren, viele haben nach seinem Lifestyle gelebt. Er hat auch in vielen Videos gesagt, wo er auch ein bisschen aus der Reihe tanzt, er war halt ein verrückter Vogel, müssen wir uns nichts vormachen. Er hat auch selber immer wieder gesagt, nimmt mich aber nicht zu ernst, vieles dient auch der Unterhaltung, und ich finde, er hat das auch ziemlich gut gemacht. Was ich auch sehr gut finde, ist, er hat nicht viel oder er hat keine Märchen erzählt. Es war halt ein Video, wo er auch mal gesagt hat, hier, das brauchst du, um wirklich durchgehend durchtrainiert und shredded as fuck zu bleiben, ja. Er hielt da eine kleine Butyroldose. Der eine oder andere wird jetzt sagen, was laberst du da, Manni? Natürlich, es ist nicht schön zu erzählen, dass man irgendwelche verbotenen Substanzen nimmt. Aber der Punkt ist doch, dass er es gemacht hat und nicht irgendwie gesagt hat oder irgendwelche Märchen den Leuten erzählt hat oder irgendwelche Lügen verbreitet hat. Und das, finde ich, sollte man ihm nochmal hier sehr hoch anrechnen. Auch wenn es vielleicht nicht schön ist, ja, aber er hat den Leuten gesagt, hört mal zu, ich mache das so und es ist so und fertig, aus Mickey Mouse. Ja, er hat den Leuten keine Märchen erzählt. Und auf jeden Fall durch seinen oder nach seinem Tod ist ja sein Bekanntheitsgrad gestiegen, seine Videos haben sich viral im Internet immer weiter verbreitet. Das Ganze ist ja auch ein bisschen hier auf, nach Europa gekommen. Und da fing das Ganze an, dass viele auch hier in Deutschland, ja, YouTube-Channels gegründet haben und angefangen haben. Und auch, ja, und auch, wenn mir jetzt einer erzählen möchte, nein, ich habe nie was von SIS gewusst. Viele Leute haben ihre Channels basierend auf SIS aufgemacht. Ich selber habe damals auch meinen Channel dadurch gegründet, dass ich SIS entdeckt hatte, ja, weil ich auch den Leuten eine positive Message rüberbringen wollte, weil ich den Leuten auch eine Motivation rüberbringen wollte. Und ich denke, dass auch viele der deutschsprachigen YouTuber das am Anfang bestimmt vorhatten. Viele haben dann aber gesehen, dass man durch YouTube allein auch, beziehungsweise nicht durch YouTube, sondern durch die Reichweite, die man durch YouTube bekommt, viel Business dadurch machen kann. Was ich meiner Meinung nach finde, sich in den letzten Monaten oder in den letzten anderthalb bis zwei Jahren dann zum Negativen entwickelt hat. Nicht alle YouTuber hier auf, in Deutschland erkläre ich jetzt hier gerade für schlecht, aber es waren viele YouTuber, die angefangen haben zu sagen, hey, ich ahme diesem Leben nach, ich sage den Leuten oder ich gebe den Leuten das, was sie hören wollen, ich mache dieses oder ich lebe diesen Lifestyle, wie ihn vielleicht auch SIS gelebt hat, und dadurch bekomme ich auch eine Reichweite, dadurch kann ich auch Geld verdienen, dadurch kann ich mein Business hochziehen. Und das finde ich ein bisschen schade, dass viele Leute einfach diesen Sport oder diesen Lifestyle, den SIS wirklich verkörpert hat und hinter dem stand, dass ihn viele dafür genutzt haben, um sehr viel Geld zu machen oder um einfach Reichweite zu generieren, um ja ihre Taschen voll zu machen. Ich meine, es ist ja nicht verkehrt, wenn man irgendwie sein Geld verdienen möchte. Es ist ja auch nichts Verkehrtes, wenn man Supplement-Shops aufmacht, wenn man Online-Shops aufmacht und so weiter und so fort. Ich habe nichts dagegen. Das Ganze aber hat negative Ausmaße angenommen. Viele Lügen wurden erzählt, viele dubiose Geschäfte wurden durchgeführt und ja, vieles wurde einfach so vor sich hin erzählt. Ich weiß noch nicht mal, ob teilweise viele von diesen YouTubern wirklich hinter diesem Lifestyle stehen oder ob sie es wirklich nur machen, weil man dadurch Geld verdienen kann, weil sie sich vielleicht gedacht haben, hey, bevor ich in ein Unternehmen gehe, wo ich meine 7,5 oder 8 Stunden arbeite, mache ich mal diesen Fitness-Lifestyle, ja, ich erzähle mal den Leuten, was sie hören wollen, ich mache ein bisschen den Kasper vor der Kamera und der Käse ist gegessen, ich mache meine Taschen voll und fahre am Ende den Rari. Vielleicht haben das viele so gedacht,
es sind natürlich auch viele YouTuber, die wirklich ehrlich sind. Es sind auch viele YouTuber, wo man ihnen auch sehr viel Glauben schenken kann. Und es sind auch viele YouTuber, die Ahnung haben. Aber gleichzeitig sind genauso viele YouTuber, die wirklich nur abzocken wollen. Es sind genauso viele YouTuber, die einfach nur Geld machen wollen. Und es sind genauso viele YouTuber, die einfach gar keine Ahnung von Fitness haben, die gar keine Ahnung von Training haben, die gar keine Ahnung von Ernährung haben. Und das Ganze ist einfach meiner Meinung nach auf YouTube kaputt gegangen. Die ganze Fitnessszene hier in Deutschland auf YouTube ist einfach zerbrochen. In den letzten Monaten sind ja viele Skandale, viele Enthüllungen noch dazu gekommen und das Ganze, wie man auch schon bei den großen YouTubern sieht, geht immer weiter so zurück. Niemand möchte mehr diese Fitnessvideos auf YouTube sehen, niemand möchte mehr irgendwas von Training und Ernährung hören. Viele wissen, wie es funktioniert. Viele wissen, wie man sich zu ernähren hat. Es gibt den einen oder anderen Star, sage ich jetzt mal, den man gerne verfolgt, wo man gerne sein Leben sehen möchte. Ist ja auch nichts Verkehrtes. Aber zum größten Teil ist die Fitnessszene auf YouTube hier in Deutschland kaputt gegangen. Und viele auch seriöse Firmen, ja, können mittlerweile auch gar nicht auf YouTube gehen und ihren Shop vielleicht irgendwie Werbung machen. Sie können nicht ihre Produkte über YouTube oder andere Plattformen ein bisschen, ja, werben oder ein bisschen bekannter zu werden machen, weil das Ganze so negative Ausmaße genommen hat, dass sobald, wenn einer einen Shop hat oder jemand Klamotten verkaufen möchte, direkt als Abzocker, direkt als weiß ich was sonst irgendwie abgestempelt wird. Und somit sind auch seriöse Firmen, ja, die wirklich nichts Schlimmes wollen, sie wollen einfach nur ihre normalen Produkte verkaufen, sind quasi dadurch jetzt, ich sag mal, gearscht oder in den Arsch gebumst, ja, und können auf YouTube oder andere Plattformen wie YouTube oder Facebook das Ganze nicht mehr so nutzen, wie man es vielleicht hätte vorher nutzen können. Ja, und das Ganze ist halt so ein bisschen so, finde ich, auch aus dem Ruder gelaufen, sehr in die negative Richtung. Das Ganze wurde, ja, Fitness wurde quasi dazu genutzt, der Hype wurde quasi dazu genutzt, um Taschen voll zu machen und ein schöneres Leben zu führen. Nicht, weil man diesen Lifestyle wirklich verkörpert und lebt, sondern einfach nur, weil man seine Taschen voll machen möchte. Das war's gewesen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Im Channel der untergehenden Sonne, wo keine Abos generiert werden, wo nur Scheiße gelabert wird, eine POM Pflicht-Lifestyle-Pose. Und habt ihr gesehen, ich bin zwar ziemlich fett, aber die obere Brust ist doch etwas gut zu sehen. Macht es gut, schwenkt gut, euer Dani. Ciao.